Hallo und willkommen zurück zu Marvel Spider-Man. So, wir machen jetzt die heutige Folge, die Nebenmission College, Freunde. Gibt 1500 EP. Und Scharfschützenjagd hätten wir hier auch noch. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Nö. Aber jetzt haben wir auch gerade noch ein Gespräch, deswegen habe ich jetzt schon mal die Aufnahme gestartet. Mr. Parker, hier spricht Ulio Morales. Vielen Dank, dass Sie Mike den Job im Pfiest-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Jo, bitte, Mutter von Miles. Oh. So. Wollen wir mal. Wie, Achtung. Moin. Spider-Man, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schicke dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue. Also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. So, die Freiheitsstatue, die haben wir hier. Dann lass mal uns hierher so porten. Ah, Spidey-Kollege. Okay, ich muss den Ort auf dem Foto finden. Philipp, ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist es? Von vor einer halben Stunde. Coole Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich kriege damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Oh. Falsche Richtung. Von der ESU aus Richtung Süden. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Finanzviertel sind wir ja jetzt gerade. Aber ich denke mal, es geht noch weiter südlich. Weil der ist ja kurz vom Wasser schon. Auf jeden Fall irgendwo weiter oben. Da ist die Freiheitsstatue. Das muss hier irgendwo sein. Warte mal, da haben wir doch irgendwie was Komisches gesehen hier. Ist das hier vielleicht? Sieht aus wie die Gegend da hinten. Oh, da brennt's. Na dran. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden.
Autsch. So. Das war der letzte. Was ist passiert? Alles war gut und dann nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. So, das war's schon. Es ging ja eigentlich ratzfatz. Dann können wir ja gleich die nächste Mission machen. Halt. Tick-Tack. Okay, es ploppen die ganzen Missionen auf. Peter, ich starte gleich den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Gut, Story-Modus haben wir jetzt auch wieder. Aber erstmal machen wir die Nebenmissionen. Einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Gut, dann wollen wir. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Gute Nacht. Niemand mag Camper. Auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Oh Gott, es geht noch auf Zeit. Wer Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nahe komme, schießt der Scharfschütze. Hä? Was? Verarschen? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Sechs, jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Okay. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nahe komme, schießt der Scharfschütze. Schlaf schön. Gut, das wollte er. Minus eins macht zwei. Boah, zwei Minuten. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Das ist schon. Hat mich überrascht, was? So, jetzt müssen wir uns beeilen. Sie ist sicher. Nur noch einer. Schnell, sonst sterben Menschen. Nein, echt? Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? So, der Attentäter ist schon mal weg.
Autsch. Gerade noch. Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Ganz unten. Hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Dann machen wir das doch mal hier. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an ihren... Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Träum süß. Oh. Fuck. Okay, machen wir nochmal schnell neu. Gut, dann wird das eventuell eine etwas längere Session hier. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Alter, was macht der da? Ja, komm nochmal von vorne. Das war ja jetzt gar nichts. Also von der Stange da oben kann ich überhaupt nichts machen. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Ich muss sie unbemerkt ausschalten. Der muss weg. Nicht schnarchen. So, dann kriegen wir den weg jetzt. Keine Hinhaltetaktik mehr. Keine Spielchen. Bitte lassen Sie uns gehen. Ha. Warum bin ich nicht in Hawaii? Ihr Blut ist der Preis dafür! Okay. Hier ist alles safe. Jetzt muss ich noch die irgendwie kalt kriegen. So. Kriegen wir den einen da weg? Mach mal Pause. Oh.
Spider-Man. Hätte böse enden können. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Gut, hätten wir das auch erledigt. Nächster Levelaufstieg. Okay. Zwei heben wir noch auf für whatever. Gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge noch die Nebenmission. Das ist ja die einzige noch. Könnte aber auch eventuell eine kurze werden. 1500 EP, ja, das geht, glaube ich, schnell. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.